Hallo, hier ist Jürgen Zwickel mit dem Entdecke in dir, was möglich ist, Kurzgedanken. Und in diesem Kurzgedanken geht es heute darum, deine Prioritäten zu entdecken. Zu entdecken, was dir wirklich wichtig ist. Warum? Nun, mir fällt immer wieder auf, dass viele Menschen Prioritäten für ihre Termine machen. Und häufig für Termine, die ihnen von außen, von anderen Menschen vorgegeben werden. Und damit sie diese Termine einigermaßen gut handeln können, machen sie Prioritäten. Das ist durchaus gut und sinnvoll und wir werden das auch nie komplett vermeiden können, dass wir auch von außerhalb immer Termine bekommen werden oder auch bestimmte Erwartungen bekommen, die mit diesen Terminen verbunden sind. Doch die spannende Frage ist doch, hast du für dich dennoch den Blick noch auf das, was dir wichtig ist, was deine wichtigsten Prioritäten sind? Oder verlierst du dich einfach in diesem ganzen Terminwirrwarr und hast deine Prioritäten, deine Wichtigkeit für dein Leben gar nicht mehr so richtig im Blick? Und deswegen entdecke doch wieder die Prioritäten in dir. Entdecke, was für dich im Leben wirklich wichtig ist. Und was könnte das sein? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Das könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, ich möchte zukünftig einfach wieder mehr Zeit mit meinen Kindern bzw. mit meiner Familie verbringen. Das wäre eine vielleicht wichtige Priorität für dich. Oder du sagst, ich möchte zukünftig einfach mir mehr Zeit für mich selbst nehmen. Das könnte auch eine Priorität sein, um in dieser Zeit einfach besser reflektieren zu können, besser bestimmte Dinge im Leben hinterfragen zu können. Oder du könntest auch sagen, ich möchte zukünftig mir mehr Priorität nehmen für Bewegung, Sport und für das, was mir wirklich gut tut. Erkennst du die Wichtigkeit dieser Fragen? Das bedeutet, mache dir bewusst, wie deine Prioritäten aussehen, was dir im Leben wirklich wichtig ist und mache dir dann ganz feste Termine für diese Prioritäten. Und frage dich, damit ich Zeit für diese Prioritäten, für das, was mir wichtig ist im Leben, schaffen kann, wo nehme ich Zeit weg und wo nehme ich mir mehr Zeit für meine Prioritäten? Merkst du, wie es ist, wenn du diese Prioritäten, deine Prioritäten wieder für dich entdeckst? Ich wünsche dir gute zukünftige Möglichkeiten, deine Prioritäten auch aktiv umsetzen zu können und vor allen Dingen viel Erfolg und viel Spaß dabei. Ja, und wenn du willst, dann schreib doch in die Kommentare, wie du dieses Video für dich als Impuls empfunden hast und welche Prioritäten du für dich dadurch wieder gefunden hast und welche Prioritäten dir dadurch wieder viel stärker bewusst geworden sind. Dafür jetzt schon herzlichen Dank und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin bei allem, was du tust, viel Erfolg, viel Glück und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.